In der Stallgasse bei den ausgebildeten Reitern vom Musical Ride laufen bereits die Vorbereitungen für den großen Auftritt am Abend. Bei einer sogenannten Sunset-Zeremonie soll die neue Choreografie zum ersten Mal in Ottawa aufgeführt werden. Ich würde sagen, ich bin nicht allzu nervös, eher begeistert und froh, hier zu sein. Da es mein zweites Jahr ist, in dem ich die Sunset-Zeremonie reite, habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Aber letztes Jahr war ich angespannt. Das sind die Auftritte, auf die man hinarbeitet und wo man auf jeden Fall einen anständigen Job machen will, damit es eine gute Show wird. Schwierig war die Arbeit zuletzt besonders wegen der Unerfahrenheit von Steves jungem Pferd Fergus. Jetzt haben die beiden monatelanges Training hinter sich. In den letzten 5 Wochen habe ich eine Verbesserung festgestellt. Er findet seinen Platz. Er merkt, was seine Aufgabe ist und was von ihm erwartet wird. Dass all die klatschenden, johlenden Menschen normal sind und dass niemand ihm etwas tun will. Ihm nichts passiert. Steve und Priscilla putzen sich und die Pferde mächtig heraus. Sie rasiert Komet sogar die Vibrissen, hochempfindliche Tasthaare. Wir repräsentieren Kanada. Da wollen wir möglichst gut aussehen. Die Pferde genauso wie die Reiter. In Deutschland gilt auch dies als Tierquälerei und ist deshalb verboten. Alle anderen Schönheitsreparaturen sind dagegen harmlos. Zum großen Auftritt des Musical Ride kommt auch Marty Chesser. Er wurde mittlerweile befördert und ist nicht mehr Chef der Reiterstaffel. Ich bin sehr begeistert, weil ich diesmal nicht Teil der Show bin, sondern sie anschauen kann. 5 Jahre bin ich bei jeder Sunset-Zeremonie mit aufgetreten. Heute bin ich Ehrengast und ich werde gucken, ob sie was verlernt haben. Zu jedem Auftritt gehört auch die berühmte Uniform mit dem Red Serge genannten Waffenrock. Sie sollte einst den Bezug zu Großbritannien betonen und sich deutlich von den blauen Uniformen der US-Amerikaner abgrenzen. Steve und Kollegen reiten mit Lanzen, wie 1873 in den westlichen Prärien. Damals rief Königin Victoria die Mounties ins Leben. Sie sollten Kanadas Souveränität gegenüber amerikanischen Unruhestiftern durchsetzen. Es geht los. Jetzt wird sich zeigen, ob die Choreografie sitzt und ob der junge Wallach Fergus die Nerven behält. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, please welcome the musical ride of the Royal Canadian Mounted Police, Le Carousel de la Gendarmerie Royale du Canada. Ganz genau beobachtet Choreograf Benoit sein Werk. Ich bin sehr zufrieden. Wenn es so den ganzen Sommer läuft, dann wird meine Aufgabe sehr einfach. Aber das Schwierigste kommt erst noch. Das Ausreiten aus dem Dome, das als nächstes kommt. Weil das im Galopp passieren muss, ist es die größte Herausforderung in der Show. Aber auch das gelingt. Und so endet der Auftritt mit dem traditionellen Angriff im Galopp. Fünf Jahre war Chesser Chef des Musical Ride. Die Show ist auch Ergebnis seiner Amtszeit. Ich liebe es. Schaut euch die Gesichter der Leute an.
Wir haben so viel Glück. Die Kollegen haben einen tollen Job gemacht und so lebt die Tradition weiter. Ich bin weg, aber alles läuft gut. Steve und Fergus haben es überstanden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Show lief gut für die Gruppe. Ich hatte ein bisschen Schluck auf mit meinem Baby, aber das gehört zum Lernprozess dazu. Wir hatten ein tolles Publikum und eine großartige Show. Wir sind zufrieden. Der eigentliche Anlass für die Sunset-Zeremonie ist das feierliche Einholen des Maple Leaf. Genau zum Sonnenuntergang zieht eine Ehrengarde die Fahne ein.